Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Shot Online Leak. Ja, ein Leak ist es eigentlich nicht. Ich möchte euch eigentlich nur vorstellen, eine Neuigkeit hier in Shot Online. Wir befinden uns hier auf dem deutschen Testserver. Ja, sieht genauso aus wie der Live-Server, ist aber ein Testserver. Klingt komisch, ist aber so. Klicken das hier mal weg und sehen hier Chip und Chap. Schönen Gruß an Chip und Chap. Hallo. Was ich euch aber zeigen möchte, ist hinter mir, und zwar dort. So, das habe ich euch, jetzt konntet ihr jetzt ein bisschen auf euch wirken lassen. Hier steht ja schon angeschrieben, Minigame. Was bedeutet also Minigame? Minigame, ich zeige es euch am besten. Kluck, hier haben wir eine Karte. Wir klicken auf dieses Minigame drauf und haben eine Karte. Ja, ihr seht, ich habe jetzt hier schon ein bisschen was gemacht. Die Karte erinnert so ein bisschen an die möglicherweise bekannten Handyspiele, die es so überall gibt. Und ähnlich ist es eigentlich auch aufgebaut. Ja, man hat hier verschiedene Stationen, Station 1, 2, 3 bis 10, und kann hier etwas machen. Ja, ich erkläre es euch dann gleich genauer. Im Prinzip geht es darum, zu Station 1 zu gehen, die Aufgaben zu erledigen, am besten mit drei Fähnchen. Das ist nämlich das perfekte Spiel. Und dann kommt man weiter auf die zweite Station, dritte Station und so weiter und so fort. Man sieht hier oben, wie viele Versuche ich habe. Ja, gekennzeichnet durch diesen Butter-Symbol. Und momentan habe ich fünf Versuche. Hier sieht man eine kleine Erklärung, wie viel bisher gespielt sind, wie viel das Limit ist und so weiter und so fort. Hier sieht man, wie viele Fähnchen man bisher gesammelt hat. Ich habe fünf. Wer rechnen kann, der wird es auch sehen. Fünf, richtig. Gibt hier noch eine Rangliste und eine Sonderpreisliste. Klicke ich mal drauf. Da sehen wir schon, okay, hier oben der eigene Name. Ich bin auf Platz 4 mit fünf bisher gesammelten Fähnchen. Und zwar innerhalb meiner Gilde. Also das sind alles nur Gamescamper oder beziehungsweise ich glaube, wir heißen hier Campus-Tester. Nur Campus-Tester sind hier angezeigt in dieser Rangliste für mich. Dann haben wir noch eine Gildenrangliste, und zwar eine Rangliste der Gilden insgesamt, wie viel gesammelt worden sind. Und das sind die Campus-Tester auch ganz oben mit 52 Fähnchen, denn wir sind die stärkste Gilde auf dem deutschen Testserver. Unbestritten seit Jahren. Ha! Versucht es mal zu übertreffen. Genau, das war die Rangliste. Und jetzt haben wir hier noch Sonderpreise. Ja, Sonderpreise gibt es für verschiedene gesammelte Fähnchen. Das muss nicht immer 10, 20, 30 sein. Das kann auch mal 15, 25, 30 sein oder was auch immer. Das sind wir variabel. Hast du also 10 Fähnchen gesammelt, bekommst du diesen Preis hier. Dann wird der Button hier grün. Du kannst es abholen. 20 Fähnchen gibt es diesen Preis, 30 diesen Preis und so weiter und so fort. Kann also da bis zu drei Sonderpreise abzahnen bei diesem Minigame. Man kann selber auf den Stages, auf den Stationen auch noch Preise sammeln. Ja, wenn man die perfekt erledigt, also mit drei Fähnchen, dann kann man sich den jeweiligen Preis abholen. Auch hier nochmal der Hinweis. Es muss nicht zwingend der Preis sein, den ihr jetzt hier sehen könnt. Ja, ihr könnt jetzt hier einen Schwungtrainer sehen. Schwungtrainer K für 3 Stunden. Es muss auf dem Live-Server später nicht so sein. Ja, das ist hier ein Test. Es geht ja auch nicht um die Preise, sondern es geht um die Funktion und das haben wir ausreichend getestet und das passt. Deswegen, das hier sind Beispielpreise. Jetzt seid ihr vielleicht neugierig, was man denn genau machen muss. Ja, zu Recht. Deswegen zeige ich euch das jetzt mal. Wenn ihr also gerade frisch da seid bei diesen Minigames, dann könnt ihr nur die erste Station anklicken. Das mache ich jetzt mal. Ich klicke die an und gehe auf diesen wunderschönen, klein gehaltenen blauen Startbutton und starte das Ganze mal. Nochmal als Hinweis, die Minigames, das ist ein Event, steht hier auch auf der linken Seite. Die sind Events, die nicht dauerhaft da sind. Also es wird jetzt kein festes Ding sein, das immer da ist, sondern ihr könnt es nur spielen, wenn wir das einstellen.
So, ihr seht, ich bin auf einem Grün gelandet. Ich habe sehr wenig Zeit, deswegen zeige ich euch das nur ganz kurz jetzt mal. Und ich muss putten. Darum geht es im Prinzip. Puttet den Ball ins Loch. Seht ihr? Ich habe es nicht gemacht. Der ist vorbei. So. An Station Nummer 1 ist es demnach ein bisschen kürzer. Ja, 5 Yard nur zum Loch. Das heißt, es ist eigentlich noch relativ einfach. Probieren wir das Ganze nochmal, vielleicht mal mit Erfolg. Wäre ganz schön. So, habt ihr gesehen? Super Putt. Ich habe es zum zweiten Mal geschafft. Habe 2 Fähnchen bekommen. Hatte allerdings schon 3 Fähnchen auf diesem Kurs, deswegen werden die hier nicht angerechnet. Wenn man das allerdings jetzt geschafft hat, dann kann man entweder versuchen nochmal, weil ich habe ja bloß Silber bekommen, ich hätte gerne Gold. Oder ich gehe zur Karte, dann komme ich hier hin. Oder ich gehe zurück auf den Platz, dann lande ich wieder auf dem Square. Ich will jetzt allerdings zur Karte gehen und überspringe jetzt mal Nummer 2 und 3 und gehe gleich zu 4. Ja? Seht, 4, da habe ich noch nichts gesammelt. Deswegen, ab geht's. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ja? Station 4, da bin ich schon weiter weg. Da sind wir schon bei 8 Yard. Und ja, versuchen wir den mal einzupatten hier. Ne? Ein bisschen fester draufhauen. Denn ihr wisst ja, mehr Power ist immer mehr gut. Und oh, der Puttkönig. Der Puttkönig hat wieder zugeschlagen, meine Freunde. Der Puttkönig ist da. Der Putt ist real. Ja, perfekter Putt. Ihr seht es, goldener Ball. Ich habe das mit einem Schlag geschafft. Das bedeutet, ich gehe jetzt auf die Karte und kann mir jetzt, wenn ich möchte, für die 4. Station meinen Preis abholen. Ihr seht, der Knopf ist grün. Den hole ich mir jetzt ab. So, haben bekommen. Und könnte jetzt auf die Nummer 5 weitergehen. Oder ich kann sagen, okay, ich möchte die Nummer 3 nochmal probieren. Weil da fehlt mir ja noch was. Oder die Nummer 2, da fehlt mir ja auch noch was. Hier oben habe ich immer im Blick. Okay, ich habe noch 3 Versuche, das heißt, ich kann jetzt entweder 5, 6, 7 schaffen und dann hoffen, dass ich demnächst wieder einen Versuch bekomme oder ich spiele jetzt hier weiter. Das ist mir völlig überlassen. Ich gehe jetzt mal weiter auf die Nummer 5 und ja, bin wieder ein bisschen weiter weg vom Loch, aber 9 Yard durchaus machbar. Oder auch nicht. Denn der Ball kommt nicht rüber. Ja, das ist eben so die Tücke. Ist aber nicht schlimm. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Bisschen weniger gestellt. Oh, ja, ein bisschen fest. Meine Freunde, aber der kommt, der ist drin. Da habe ich das Ganze mit Silber geschafft. Und ich komme weiter zur nächsten Stage, wenn ich das möchte. Kann jetzt also das auch spielen. Jetzt zeige ich euch mal kurz, nur zur besseren Ansicht, was passiert, wenn man das Ganze nicht schafft. So patte ich jetzt mal kurz dreimal vorbei. Und dann schauen wir mal. Wichtig ist, Versuche, ja, die Versuche werden nur abgezogen für einen Grün. Das heißt, diese 3 Schläge, während ihr diese deprimierende Musik hört. Diese 3 Schläge haben mich jetzt einen Versuch gekostet. So, jetzt kann ich schauen, okay, ich mache das Ganze nochmal. Gehe auf die Karte, gehe auf den Platz. Ich gehe jetzt zurück auf den Platz und erzähle euch nochmal ganz kurz ein, zwei Sachen dazu und hoffe einfach mal, dass ihr weitestgehend kapiert habt, was ich euch so sagen möchte. Wenn nicht, dann ist es eher schlecht, dann müsst ihr warten bis zur Wartung und euch das dann selber anschauen, wenn es läuft. So, hier habe ich jetzt noch einen Versuch. Ich könnte jetzt also noch eine Stage spielen, eine Station spielen. Habe mittlerweile 10 Fähnchen, bin auch gleich live in der Rangliste gestiegen. Also das heißt, ihr müsst nicht warten, wie bei anderen Ranglisten, bis eine Stunde vorbei ist oder bis ein Tag vorbei ist, sondern das passiert live. Es wird auch live immer ein Update geben dann. Ebenso wird es bei dieser Gildenrangliste sein. Auch da werden die Gilden live steigen oder eben fallen.
Ich kann mir jetzt einen Sonderpreis abholen. Ihr seht, 10 Fähnchen habe ich. Den hole ich mir jetzt auch ab. Was die Versuche angeht, ja, hier auf dem Testserver, und das möchte ich betonen, nur auf dem Testserver kann ich mir die Dinger hier im Shop holen. Ja, das ist einfach der Einfachheit halber. Wenn wir das ganze Ding testen und jedes Mal selber spielen müssten, dann würde man vom Testserver nicht mehr runterkommen. So sehen die also aus, diese Tickets. Das ist jetzt ein Putting-Ticket 1, das heißt, dieses Putting-Ticket fügt euch einen Versuch hinzu. Und es ist noch nicht ganz übersetzt, aber da haben wir noch Zeit bis zur Wartung, das ist nicht schlimm. Es fügt euch einen Versuch hinzu. Ja, wenn ihr das rechts anklickt, wie jedes andere Ticket auch, dann kommt hier die Nachricht, Versuche werden hinzugefügt. Einer, Zahl der Versuche nach dem Hinzufügen, zwei, das heißt die Gesamtzahl eurer Versuche, die ihr danach habt. Auf dem Live-Server dann wird es diese Ticket, wie gesagt, nicht im Shop geben, sondern eben durch verschiedene Events zum Beispiel. Das könnten Lochzählspiele sein, das könnten Missionen sein, das könnten NPC-Events sein, wo man hingeht und klicken muss. Möglichkeiten gibt es da ganz, ganz viele, wie man diese Tickets ins Spiel bringen kann. Ja, das war es im Prinzip eigentlich auch schon. Ich hoffe, ich konnte gut überreißen, was das Minigame oder was es mit dem Minigame so auf sich hat. Ich hoffe, ihr freut euch darauf und ich hoffe, ihr kommentiert hier so ein bisschen unter dem Video, diskutiert ein bisschen darüber, stellt das Ganze von mir aus auch ins Forum und diskutiert da weiter. Schreibt uns per Twitter, schreibt uns per Briefpost, Torstraße 49 10119 Berlin. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß daran, wenn es denn bei uns endlich auch da ist. Ja, ansonsten schaut immer mal wieder hier vorbei, abonniert uns am besten auf YouTube. Bald kommt die erste, also die lange Version der Folge von Asikoro Anonym. Und Schlag den Asikoro wird es auch bald wieder geben. Das heißt, wir haben sehr viel vor in nächster Zeit. Wartet einfach ab, bleibt am Start. Bis bald.